Hallo Leute und willkommen zur ersten Folge von Train Sim World. Wir fahren die Mainz-Bessart-Bahn. Also das ist heute erstmal ein Tutorial, weil ich ja noch nicht genau weiß, wie das Ganze funktioniert. Also werden wir heute als allererstes mal ein Tutorial machen. Und da beginnen wir jetzt. Wir sollen E drücken, okay. Dies ist Bahnhof Lohr auf der Mainz-Bessart-Bahn. Okay, dann sollen wir hier Folgen hingehen. Sie den Markierungen durch die Station ja, okay, ich folge mal der Markierung. Alles klar. Dann machen wir das Ganze. Gut. Warten Sie, bis der Zug ankommt und die Türen sich öffnen. Okay, wahrscheinlich dieser Zug da hinten. Ah, hier kann man auch ein bisschen zoomen, cool. Ich hatte ja immer nur Train Simulator gespielt, so. Und das Ding, das hat ja immer geleckt und so wie Sau, ne, das Spiel. Das läuft überhaupt nicht gut. Aber gucken wir mal, wie Train Sim World läuft. Also auf dem Anhieb läuft es schon mal viel besser, muss ich sagen. Also richtig gut. Also gefällt mir auf jeden Fall. So, hier kommt unsere Bahn an. Und ich weiß ja nicht, wo wir jetzt erstmal einsteigen müssen. Ob wir erstmal hier bei den Passagieren Platz nehmen müssen oder dass wir direkt in die Lok reingehen. Weiß ich halt nicht. Folgen Sie den Kennlichtern in den Zug. Okay, wir sollen hier reingehen. Okay. Wir sollen uns erstmal hinsetzen. Na, dann gehen wir doch. Setzen wir uns doch einfach mal hier hin. Gut. Und jetzt? Jetzt sind wir Passagier in dem Zug. Alles klar. Auf der Spessart-Bahn hat man die Möglichkeit, Passagier- und Güterzüge über die beachtliche Spessart-Rampe zwischen Aschaffenburg und Gmünden zu fahren. Okay. Das ist schön. Jetzt, ich wollte eigentlich diesen Zug fahren, ne? Und nicht mitfahren. Sie fahren in einem Doppeldecker-Personenwagen, gezogen von einer BR146.2 Elektrolokomotive. Diese Wagen fahren in Deutschland seit den 1970ern, um mehr Kapazität zu bieten. Okay. Ist ja ganz cool und so, aber darf ich auch selber fahren? Wahrscheinlich erstmal nicht. Ich muss erstmal nur mitfahren. Ja, kommt jetzt hier noch irgendwas, oder? Ich meine, das soll ja ein Tutorial sein, ja? Ich soll ja eigentlich hier irgendwo was lernen, aber wenn ich nur hier so mitfahre, dann lerne ich da eigentlich nichts, ne? Train Sim World. Stellen Sie die Außenkamera-Ansicht ein. Ich soll 3 drücken, okay. Ah, jetzt kann ich hier das von außen. Okay, dann kann ich hier. Okay, alles klar. Dann kann ich hier. Ja, das funktioniert sehr gut. Alles klar. Und jetzt? Weitere interne und externe Kameraansichten können über die Zahlentasten erreicht werden. Alles klar. Ja, funktioniert. Wunderbar. Und jetzt? Hierher war es nur eine kurze Reise. Schauen wir, was es sonst noch zu genießen gibt. Ja. Okay. Willkommen in Bayern, bei einer der stärkst befahrenen Güterstrecken Deutschlands. Beginnen Sie Ihre Reise am Kopf eines Güter- oder Passagierzugs in Aschaffenburg. Bedienen Sie spezielle Schublokomotiven aus dem Lauffachbahnhof. Fahren Sie durch malerische Hügel und die quälende 2,1% Steigung der Spessart-Rampe. Kommen Sie am Gipfel von Heigenbrücken an, dessen Bahnhof nun mehr Geschichte ist, und fahren Sie hinab zur Ostgrenze an Gmünden am Main. Zudem sollten Sie beschädigte Zäune reparieren, Streckenkarten platzieren, gefallene Äste beseitigen und Sicherheitspylone aufstellen. Willkommen bei der Mainz-Spessart-Bahn. Ja. Okay. Das war's? Ich meine, ich habe noch nichts weiter gemacht. Wir machen mal fortsetzen. Wir machen direkt weiter mit dem Tutorial. Ich glaube, das ist noch nicht beendet. Wir können jetzt in der Zug, glaube ich, im Zug einsteigen und fahren. Jetzt ist genau die BR146-2 Einführung. Ja, jetzt werden wir eingeführt in den Zug. Willkommen in dieser Elektrolokomotive BR146.2 in der verkehrsroten Lackierung der DB. In dieser kurzen Einführung werden wir über das Anfahren, Halten und das Operieren der Fahrgasttüren sprechen. Okay, dann lass uns loslegen. Steigen Sie ein, damit wir anfangen können. Wunderbar. Wie springe ich? Hallo? Hallo?
Die Stufe hinauf. Ah, so geht das Ganze. Ah, ich verstehe. Die Batterie schaltet das Hauptpult ein und lässt sie damit interagieren. Die Batterie, können wir die Tür erstmal zumachen? Anscheinend nicht. So, Batterie. 5 Sekunden sollen wir das halten, okay. Ah ja. Diese Lokomotive bezieht mittels eines Kontaktarms, der auf dem Dach angebracht ist, ihren Strom über die elektrische Oberleitung. Damit das funktioniert? Ja, haben wir gemacht. Spitzensignal sollen wir machen. So, okay. Sie werden viel Zeit auf dem Fahrersitz verbringen. Setzen Sie sich auf den Fahrersitz. Ja, ich sitze. Gut. Um die Lokomotive zum Laufen zu bringen, müssen Sie den Hauptschalter nutzen. Mhm. Stellen wir ihn mal vorwärts, ne? Wir wollen ja vorwärts fahren. Ah ne, ich soll auf neutral erstmal stellen. Okay, dann stelle ich auf neutral. Die Spitzensignale erfüllen einen wichtigen Zweck. Sie machen andere... So, ich soll das einschalten, die Instrumente. Stellen Sie Spitzensignale auf reduziert. Ja. Habe ich doch gemacht, oder nicht? So, jetzt bin ich wieder, es hat jetzt funktioniert. Damit er sich anhebt, keine Ahnung, was da los war. Ich habe es einfach neu gestartet und jetzt ging's. So, wir sollen den Stromabnehmer heben. Die Lokomotive ist nun bereit, angetrieben zu werden. Dies ja. Wird über den Haupttrennschalter geregelt. Wir sollen ihn schließen, okay. Nutzen Sie den Hauptschalter, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Ja, vorwärts. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, die Türsperre. Und überprüfen, ob es sicher ist, und entriegeln Sie dann die Türen. Wo? Ah, hier. Hier sind die Türen. Links, ne? Ne, rechts. Ach, rechts sperren. Ah, okay. Wie entriegel ich? Ah, hier mache ich das. So, jetzt lassen wir die Fahrgäste einsteigen, okay. Jetzt dauert das eine kurze Zeit, bis die eingestiegen sind. Ich muss sagen, von der Grafik her ist das Spiel echt cool. Echt Hammer. Besser als der Train Simulator. Das Zusteigen ist abgeschlossen. Verriegeln Sie die Türen. Wenn das Fahrzeug längere Zeit stillsteht oder Sie den Führerstand verlassen, wird die Parkbremse betätigt. Wir müssen sie erst lösen, bevor wir weiterfahren können. Aufgrund der Größe und des Gewichts dieses Zuges sollte etwas Traktion genutzt werden, um die anfängliche Reibung zu überwinden und zu verhindern, dass die Elektrosysteme überlastet werden. Okay, wir geben Gas, ja. Jetzt, wo wir in Fahrt sind, können wir die Leistung erhöhen und uns darauf konzentrieren, die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen. Der Schubbetrieb kann genutzt werden, um das Fahrzeug mühelos in Bewegung zu halten, ohne die Leistung. Von hier ab ist es nicht mehr weit bis zu Ihrem nächsten Halt. Achten Sie deshalb darauf, den Zug unter Kontrolle zu halten und nicht zu schnell zu fahren. Ja, wo soll ich halten? Ich muss mal kurz gucken, wo die Taste ist. Bremsen. Ja.
Mit Hohler, Maus und Tastatur. Automatische erhöhen. Also, achso, und. Und Ö. Okay. Ich verstehe, alles klar. So, 800 Meter, dann kommt ein Signal und wo müssen wir jetzt halten? Okay. Wird noch nichts angezeigt, dass ich irgendwo halten muss, aber ich soll dann 60, soll runterbremsen gleich auf 60. Machen wir das Ganze mal. Wir nähern uns Gmünden und werden bald ein wenig Bremskraft aufwenden müssen, um sanft zum Stehen zu kommen. Ja. Das sollten wir schon schaffen. In 900 Metern kommt dann unser Bahnsteig, okay? So, wir fahren 60. Das ist das, was wir auch fahren dürfen. Also, stand doch gerade ein Signal, oder? 60, genau, jetzt. Jetzt kommt das Signal, jetzt dürfen wir nur noch 60 fahren. Und dann sollen wir auch gleich bremsen. Da kommt gleich 40. Bremsen wir langsam runter. Ja, wir sollen vor Ort stoppen. Okay. Na, wir können noch ein kleines bisschen weiterrollen. Ja. Ja, das sieht doch gut aus. Ja. Entriegeln Sie erneut die Türen und gestatten Sie den Fahrgästen, ich soll so Türen entriegeln. Das war... Türen entriegeln. War doch so, oder? Das war links oder war das rechts? Rechts war das. Rechts, rechts entriegeln. War das nicht so? Ah, okay, jetzt geht's, ja. Fahrgäste einsteigen lassen, top. Ja, ist auch gleich fertig. Oh, Türen wieder verriegeln. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen dieser Lokomotive durchgegangen. Ja, sehr gut. So, gucken wir mal, wie wir das Szenario geschafft haben. Die Geschwindigkeit war immer top. Ja, das sieht doch sehr gut aus, ne? Alles klar. Gut, das Tutorial haben wir erstmal abgeschlossen. Mal. Und nächste Mal geht's dann hier weiter, da werden wir dann eine richtige Route fahren, denke ich mal. Schauen wir mal, wo es dann weitergeht. Alles klar, Leute, das war's erstmal mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!